Liebe Online-Community, Brüssel steht am heutigen Tag der Terroranschläge unter Schock. Meinem Team und mir aber auch, dem erweiterten Kollegenkreis im Europaparlament und den Mitarbeitern ist zum Glück nichts passiert. Ganz herzlichen Dank für die vielen Grußbotschaften, Anrufe, SMS, E-Mails, die uns heute erreicht haben, um sich nach unserem Wohlergehen zu erkundigen und uns alles Gute zu wünschen. Es hätte auch anders kommen können, denn ich bin beispielsweise zweimal in der Woche am Brüsseler Flughafen und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benutzen diese U-Bahn-Station, die nahe des Europaparlaments heute ebenfalls einen Bombenanschlag erlebt hat. Vor diesen Anschlägen erfuhr ich kurz vor einer Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten und vor den heutigen Tag angesetzten Abstimmungen haben wir dort eine Schweigeminute für die Opfer und Angehörigen, Verwandten des Anschlags abgehalten. Ihnen gilt mein vollstes Mitgefühl. Im Anschluss wurde anschließend beratschlagt und entschieden, dass die Abstimmung wie geplant stattfinden soll. Damit haben wir Europaabgeordnete uns ganz klar und ganz bewusst dafür entschieden, dass wir uns dem Terror nicht beugen und unsere Arbeit für Demokratie und Freiheit in Europa weiter fortsetzen. Es geht heute und in den kommenden Tagen darum, nicht in Panik zu verfallen, sondern Ruhe zu bewahren und alles daran zu setzen, die Täter und ihre Unterstützer zu identifizieren und ihnen mit aller Härte des Gesetzes entgegenzutreten. Alles Gute heute hier aus dem Europaparlament in Brüssel.